Ein weiteres Kriterium ist die Zeit, Faktor Zeit. Wann endet spätestens ein Trade, falls das ursprüngliche Kursziel nicht erreicht wird? Welche Haltedauer passt zu Ihrem Anlagestil? Sind Sie Daytrader? Dann stellen Sie natürlich abends vor dem Ausschalten Ihrer Handelsrechner, stellen Sie Ihre Positionen glatt. Oder aber Sie geben sich andere Kriterien vor. Ein Swing Trader, also ein Trader, der Position wenige Tage oder Wochen hält, hat hier natürlich andere Vorgaben. Das muss jeder für sich finden. Das ist abhängig eben vom eigenen Anlagestil, den nur Sie für sich selbst finden und später dann auch anwenden können. Jeder Trader tickt da ein bisschen anders. Also dieser Swing Trader könnte sich zum Beispiel als Ziel machen, immer am Wochen- oder am Monatsende eine laufende Position, die eben noch nicht ihr Kursziel erreicht hat, aber auch noch nicht den ursprünglichen Stop erreicht hatte, vorzeitig, also vor Erreichen dieser beiden markanten Punkte auszusteigen. Es geht darum, konsequent ihre eigenen Vorgaben eben umzusetzen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt unabhängig der Profit-Loss-Rechnung, also unabhängig davon, ob sie aktuell einen Gewinn oder Verlust mit ihrer Position hätten, den Trade abzubrechen. Es gibt noch ein weiteres Kriterium, die Volatilität bzw. Schwankungsbreite der Kurse. Dabei spielt der Schluss, der Hoch- und der Tiefkurs eine Rolle, je nachdem, in welchem Zeitfenster Sie sich auch befinden. Welche Zeiträume werden beim sogenannten Vola-Stop berücksichtigt, beziehungsweise welche passen zum eigenen Trading-Stil? Und wie weit muss der Volatilitätsstop gesetzt werden, um nicht gleich ausgestoppt zu werden? Man kann das umsetzen im Chart, da bietet sich auch wieder der Chart an und kann sich hierfür, gibt es auch Indikatoren, die Sie mit anzeigen lassen oder man liest es einfach aufgrund der Längen der Kerzen im Chart ab. Das möchte ich Ihnen auch nochmal im CIVX-Trader demonstrieren, der natürlich dies hergibt mit seinen ganzen Funktionalitäten. Ich wechsle hierfür in das Währungspaar Euro gegen US-Dollar. Dort habe ich im unteren Bereich den Indikator TR eingefügt, den man hier über diese Funktionen sich einfügen lassen kann. Gibt es verschiedene Möglichkeiten von Indikatoren, die je nach Anlagestil und Plan eine Rolle spielen. Und hier bei Oszillatoren habe ich die Möglichkeit, hier True Range auszuwählen. Umso stärker eine Kerze ist, eine Bewegung, hier sind wir im Tageschart, umso größer ist auch der Ausschlag beim True Range Indikator oder Oszillator. Aktuell sehr niedriges Niveau, sehr niedrige Schwankungsbreite. Und natürlich schaut man sich dann nicht die Ausreißer der Vergangenheit an, sondern es zählen die letzten Ausschläge, die eben sehr gering waren, also häufig im Tagesbereich. Hier kann ich per Anklicken mir anschauen, okay, im laufenden Tag sind es 115 Pips, im Vortag und so weiter, waren andere Pip-Abstände relevant. Aber hier kann ich mir Anhaltspunkte suchen, um zu sagen, ein Stop muss mindestens so und so viel Pips
Abstand haben zum gewollten Einstiegskurs, damit ich nicht sofort aus dem Markt geschmissen werde. Also wie gesagt, entweder arbeitet man hier mit diesem True Range oder man sieht es anhand der Kerzencharts. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besuchen Sie uns doch einfach auf der Homepage unter www.cfx-broker.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@cfx-broker.de und stellen Sie uns Ihre Fragen zum Broker selbst oder zur professionellen Handelssoftware, den CFX Trader. Mehr Informationen zu mir bzw. zu meinem Trading-Alltag erhalten Sie auch auf der Homepage nach einer erfolgten kostenlosen Registrierung. Zweimal am Tag berichte ich über Trading-Chancen und was aus diesen geworden ist. Ansonsten wird die Kolumne gefüllt durch allgemeine Marktinformationen, durch Wirtschaftsdaten, die angezeigt werden und immer mehr Theorieinhalte. Auf Wiederhören.